falls Sie auf Bus oder Bahn angewiesen sind, oft damit vielleicht zur Arbeit oder zum Einkaufen oder auch zu Freunden und Verwandten gefahren sind. Wie ist das eigentlich da momentan in dieser Pandemie? Also ich persönlich fühle mich immer noch nicht so richtig wohl, wenn ich einsteige. Obwohl das vielleicht Quatsch ist, wenn wir alle auf die Corona-Regeln achten. Trotzdem sind Busse und Bahnen immer noch leerer als vor Corona. Ganz anders war das in Bielefeld vor 50 und vor morgen genau 30 Jahren. Damals waren die Wagen der Stadtbahn pickepacke voll mit begeisterten Menschen. Und es war noch nicht mal Arminia-Spiel. Unser Zeitsprung. Mit einer volksfestartigen Einweihungsfeier wurde der 4.450 Meter lange U-Bahn-Tunnel offiziell für den Verkehr freigegeben. Das Projekt, von dem sich die Stadt eine Verbesserung des Personennahverkehrs erhofft, hat insgesamt rund 500 Millionen Mark gekostet. 150.000 Besucher sind an diesem Tag 1991 auf der Strecke. Hier an der Haltestelle Hauptbahnhof startete die Jungfernfahrt. Dirk Artschwager war damals bei den Verkehrsbetrieben. Die Bielefelder begeistert. Sie waren eigentlich gar nicht zu bändigen. Also es war überall wahnsinnig voll, auch in den Bahnen. Und selbst an den Endstationen sind die Leute einfach sitzen geblieben, weil sie einfach dieses Tunnelfeeling dann nochmal und nochmal erleben wollten. Und zum Glück sind natürlich auch viele dieser Menschen dann am Montag wiedergekommen. 5 Kilometer U-Bahn entlasten oberirdisch den Autoverkehr in der Innenstadt und im Bielefelder Westen. Da hatten sich die jahrelangen Bauarbeiten doch gelohnt. Die Fahrgastzahlen stiegen rasant. Es waren also nach kürzester Zeit bereits 30% mehr und entsprechend wurden auch neue Fahrzeuge gekauft, die Strecken wurden weiter ausgebaut und es war wirklich ein Schub für den Nahverkehr hier in Bielefeld. Heute würde man sagen, das war der erste Schritt zu einer wirklich kolossalen Verkehrswende. Lange hatte es nicht danach ausgesehen. Die Bielefelder waren genervt von Baustellen und von Engstellen und einfach skeptisch. Dauert schon so schrecklich lange, aber wie? Und ob es alle richtig machen? Ja, ich weiß nicht, ob das so wirklich was bringt, ob beim Jahnplatz zum Beispiel wirklich eine Verkehrsberuhigung aufkommt. Das ist der allerletzte unter der Sonne. Warum? Weil das alles so vermurkst ist. Immerhin, die Investition Tunnelbau war ein Votum für den ÖPNV. Viele andere Kommunen in OWL hatten da ihre Straßenbahnen längst abgeschafft und aufs Auto gesetzt. Leider. Die Straßenbahn fährt praktisch seit 1900 elektrisch und von daher kann man sagen, sie waren Vorreiter für die ökologische Bewegung. Schon die allererste Tram hängt am Stromabnehmer und rumpelt über die Gleise. Man hörte, wenn die elektrische kam. Joachim Wibbing ist Experte für die Geschichte der Bielefelder Tram. Vor 120 Jahren geht man zu Fuß oder fährt Rad. Das Auto spielt noch keine Rolle. Die Menschen kennen höchstens die Eisenbahn, aber doch nicht mitten auf ihrer Straße. In Bielefeld gab es auch Bedenken. Also man hatte Angst, dass die elektrische die Kinder erschreckt und die Pferdefuhrwerke durchgehen und die Hunde verrückt spielen. Also da gab es also auch Befürchtungen. Die erste Linie zuckelt mit 30 km/h von Schildische im Norden bis Bragwede im Süden. Um 1900 noch selbstständige Dörfer. Hier leben brotlos gewordene Heimarbeiter. Schildische und Bragwede waren typische Orte, wo ursprünglich die Weber und Garnspinner waren. Und das hatte sich ja verändert und nun waren auf einmal in der Stadt die großen Industriebetriebe. Und da mussten die Arbeiter natürlich morgens zur Arbeit. Baustellen gibt es auch damals und sie werden bestaunt. So wie der erste Tunnelanstich in Bielefelds allererster U-Bahn Ende der 60er Jahre. Nach Bonn, Essen und Köln ist heute Bielefeld die vierte Stadt, die die Unterpflasterbahn begonnen hat, aber die erste Stadt in Westfalen. Jungfernfahrt dann 1971 durch ganze 500 Meter Tunnel. Deutschlands kleinste U-Bahn, spötteln manche. Schon damals dabei Martin Kleiber. Die beiden ehemaligen Kollegen sind sich einig, die Bielefelder fanden ihre Tunnel toll. Das ist der Geburtsort der Stadtbahn Bielefeld. Ab in den Untergrund. Das fühlte sich modern an und großstädtisch. Und da war auch ein bisschen in der Zeit auch Euphorie. Die haben ja gebaut wie die Weltmeister nachher unterirdisch.
und haben dann anschließend noch später bis 2000 die Unilinie dran gesetzt. Das war alles super. Aber wie ist es heute? Durch Corona sind die Umsätze eingebrochen. Wie kann die Stadtbahn der Zukunft aussehen? Dieses enge Stehen, was wir vielleicht manchmal kennen, wenn Arminia spielt beispielsweise oder aus dem Schülerverkehr, darüber wird man nachdenken müssen, ob man da vielleicht doch mehr Platz anbietet, mehr Komfort. Das hieße mehr investieren, auch im Sinne des Klimas. Das E-Auto kommt erst, die Tram war immer schon elektrisch.